Durch einen Herzinfarkt. Und zwar im Rahmen eines Herzinfarktes wird die Blutzufuhr des Herzmuskels unterbrochen. Das ist der Infarkt. Und das führt zu einem Absterben der Muskulatur hinter dem Verschluss. Und das führt zu einer Vernarbung des Herzens. Und diese Narbe kann ausleiern, aussacken. Eine Herzschwäche. Und zwar eine ausgeprägte Herzschwäche. Das heißt, die Patienten sind nicht mehr in der Lage, die täglichen Dinge zu verrichten. Einkaufen, Treppensteigen, Gartenarbeit, das funktioniert nicht mehr. Zum anderen kann es durch diese Aussackung zur Bildung eines großen Gerinnsels kommen, weil das, was dann wieder zu einem Schlaganfall führen kann. Früher wurde diese Aussackung mit Hilfe einer großen Herzoperation behandelt. Eröffnung des Brustbeins, Einsatz der Herz-Lungen-Maschine, das offene, nicht schlagende Herz. Bei diesem neuen Verfahren, welches so es erst seit 2018 gibt, ist das alles nicht mehr erforderlich. Diese Operation kann durch einen Rippenspalt operiert werden, in der Regel zwischen der fünften und der sechsten Rippe. Und durch diesen minimalen Zugang bin ich in der Lage, diese Aussackung an der Basis mit Hilfe von zwei Ankerpaaren zu klippen. Also wirklich so wegzuklippen, dass am Ende wieder eine normale Herzsilhouette vorliegt. In der Regel ist das ein rein herzchirurgischer Eingriff, wenn ich nur die linke Seite des Herzens behandeln möchte. Es gibt aber auch Situationen, in denen Herzchirurg und Kardiologe zusammenarbeiten. Da wird ein Teil des Ankerpaares über eine Halsvene zum Herzen geführt und der Herzchirurg von außen führt das andere Ankerpaar ein. Und dann haben Sie eine Behandlung von innen und von außen, aber auch das alles am schlagenden Herzen.